war, das ist jetzt schon dein dritter. Ist doch nur Eis und Koffein. Vielleicht solltest du es mal mit Schokolade probieren. Die hilft besser bei Liebeskummer. Wer sagt denn, dass ich Liebeskummer habe? Ich würde gerne zahlen. Ja. Kann ich dir helfen? Hau doch ab. Nicht. Glaubst du eigentlich an Horoskope? Ich habe heute früh in einem gelesen, dass sich heute ein lang gehegter Wunsch erfüllt und dass es sich gelohnt hat, auf etwas zu warten. Echt? Wirst du vom Laster überrollt? Und außerdem stand da noch drin, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Erzähl das alles deiner Leonie. So quickly, I was feeling so sickly, like a lover who lost his mute. The sharks in the tank, all the man in the bank, he wants my money to loan. I can't understand what the hell is his plan. I ain't even got a home, ain't got a home. Weil ich immer noch in Leonie verliebt bin. Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht noch was für mich tun könnten. Nein, es tut mir leid. Du weißt ja, ich kenne die Mitarbeiter der Asylberatungsstelle sehr gut. Aber gegen die deutschen Gesetze, da sind die auch machtlos. Was wirst du denn jetzt tun? Kennen Sie den Film Auf der Flucht? Wenn ich dir anderweitig helfen kann, dann lass es mich wissen. Ja? Hey, Sie sind voll in Ordnung und ein wahnsinniges Geschenk für den alten Kasten hier. Also, vielen Dank für alles. Gern geschehen. Alles Gute. Nochmal, was machst du hier, du südamerikanischer Straßenköter? Oh, hey, dich wollte ich gerade anrufen. Hast du das mitzukommen? Hallo, was geht denn bei dir? Ich hatte dich gewarnt. Wenn du Kim nicht in Ruhe lässt, verpfeife ich dich nicht nur bei den Behörden. Ich kümmere mich auch um deine Familie. Und er geht, soweit ich weiß, schlecht genug. Halten Sie meine Familie da raus. Dann halt du meine raus. Ich habe Ihrer Tochter erzählt, dass ich in eine andere verknallt bin. Ich habe Kim brutal abblitzen lassen. Ich habe alles getan, was Sie wollten. Sie hätten sie mal sehen sollen. Sie war total fertig deswegen. Aber das ist Ihnen ja egal. Mach dir mal keine Sorgen. Ich mach die schneller vergessen, als du das Wort Abschiebung buchstabieren kannst. Ich kann ja verstehen, dass du mit Emilio kein Wort mehr redest. Aber was bitte habe ich verbrochen? Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Du lässt sie in Ruhe. Wissen Sie, was ich auf der Straße gelernt habe? Jeder Scheiß, den man baut, der kommt zu einem zurück. Ich hätte Kim glücklich gemacht, und zwar, weil ich sie liebe. Was ist los? Das weißt du doch ganz genau. Hä? Ich habe mich ja daran gewöhnt, dass du ziemlich launisch bist, aber langsam ist mir echt auf den Keks. Ja, du mir auch. Okay, gibt es da vielleicht auch irgendeinen Grund für? Er steht noch auf dich. Wer? Emilio! Na? Weißt du, als wir noch auf Mallorca waren, da gab's jeden Tag Sonne
Ich hatte eine normale Familie und in mir hatte keinen Stress mit den Enten. Und jetzt? Jetzt wandere ich in den Knast und Emilio wandert aus. Warum sind wir nicht auf der Insel geblieben? Das ist eine gute Frage, aber mehr hast du mir nicht zu sagen? Zum Beispiel, wo schon wieder Emilio steckt. Nee. Keine Ahnung. Vielleicht versteckt er sich vor dir. Das, also bei dem Blick, da würde selbst ich... Da... Habe ich was angestellt? Dann hat Emilio dir nichts erzählt. Über seine Gefühle für mich, wegen denen er Kim nicht heiraten kann. Ach, ja, was? Ernst? Na, vielleicht hat er, ja, auch eine Ausrede gebraucht oder so. Emilio hat einen IQ von einer Banane. Kim ist total fertig. Sie will ihm helfen und er macht alles kaputt. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich will meine beste Freundin nicht verlieren. Also red mit ihm und mach ihm klar, dass er es klären soll. Okay? Ja. Kim! Kim, warte! Mann, stopp! Kim, jetzt warte doch mal! Ich brauch keine Erklärung, okay? Warum hast du mir nicht von Anfang an gesagt, dass er immer noch auf dich steht? Das ist doch totaler Quatsch! Ich weiß nicht warum, aber Emilio hat dich angelogen. Emilio, du kennst Leo. Sie gibt nicht auf, bis sie alles rausgekriegt hat. Du hast mir dein Wort gegeben. Und Leonie wird nichts über die Erpressung von Kims Vater erfahren. Entschuldige mal bitte, aber sie hat ihren Vater aufgetrieben. Nach 17 Jahren in irgendeiner kleinen Kirche auf Mallorca. Ach so, hast du jetzt Schiss vor deiner Freundin oder was? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur keinen Bock, sie anzulügen. Und du bist eine hohle Nuss, weil du hättest sie gleich von Anfang an aus der ganzen Nummer rauslassen können. Ach so, du Klugscheißer. Und hast du bessere Vorschläge? Wie wär's mit der Wahrheit? Klar, gute Idee. Hey, Kim, ich bin wahnsinnig in dich verliebt, aber ich kann leider nicht mit dir zusammen sein, weil dein Vater meine Familie in Venezuela bedroht. Sag mal, und dann rennt sie zu ihrem Vater und mault den voll. Was meinst du, was dann passiert? Was passiert denn dann? Wo ist denn das Problem? Ja, hast du mal überlegt, was mit meiner Familie in Venezuela passiert? Emilio, Alter, willst du wirklich, dass Kim denkt, du hättest sie von vorne bis hinten verarscht? Mann, die ist über beide Ohren nicht verknallt. Was meinst du, wie ätzend ihr es gehen muss? Ja, frag mich mal, wie es mir geht. Ja, wie geht's dir denn? Beschissen. Beschissen. Ach so, sieh mal an, dann mach doch irgendwas. Ja, mach ich auch, und zwar die Biege. Oder nein, viel besser noch. Als nächstes empfehlen wir den Grafen Lahnstein und fesseln ihn in seinem eigenen Kerker, hm? Alles ist besser, als einfach nur mal abzuhauen. Ich kapier das nicht. Emilio braucht eine Aufenthaltsgenehmigung, Kim will ihn heiraten, also warum macht er es dann nicht? Keine Ahnung. Ja, nee, ist klar. Also, Leo, bevor du jetzt deine Folterinstrumente rausholst, ich weiß, warum er so einen Schwachsinn erzählt, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe es ihm ja versprochen. Und auch wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, das zu glauben, aber es hat einen Sinn. Nichts, was Emilio tut, macht irgendeinen Sinn. Ich glaube, da unterschätzt du ihn vielleicht ein bisschen. Und du hast Kim nicht gesehen. Und er hat wirklich einen guten Grund. Ja. Und du kannst mir nicht irgendeinen kleinen Hinweis geben? Nee. Gut. Gut? Gut zu wissen, dass du Geheimnisse für dich behalten kannst. Ja, das kann ich. Aber wehe, Emilio biegt das nicht wieder gerade. You set my heart on fire. For you, I found a vent in the bottom of a coal mine. Kim! Was willst du hier? Entschuldigen Sie, Contessa, aber dieser ungestüme junge Mann ist einfach an mir vorbei und ich... Ist schon gut, Justus. Ich schmeiß ihn persönlich raus. Also, was ist? Kim, ich hab gelogen. Ich bin nicht in Leonie verliebt. Warum erzählst du das nicht jemandem, der sich dafür interessiert? Warum hast du gelogen? Das kann ich dir nicht erzählen. Wie bitte?
Du kommst hierher, um mir nichts zu sagen. Das ist ein Fortschritt. Hey, du musst mir vertrauen. Dir vertrauen? Ich biete dir an, dich zu heiraten, damit du in Deutschland bleiben kannst. Ich verlange noch nicht mal was dafür und du lügst mich an. Hey, nicht weinen, okay? Gib's doch zu! Du findest mich so scheiße, dass du nicht mal zum Schein mit mir verheiratet sein willst. Das ist doch völliger Quatsch. Guck in den Spiegel, sieh dich an. Du bist wunderschön, du bist feinfühlig, du bist ehrlich. Du bist wunderbar. Ich würde alles dafür tun, damit ich... Das ist doch alles völliger Scheiß hier. Was? Jetzt sag mir doch endlich, was los ist. Kimm mich. Ich liebe dich. Horoskop hatte doch noch recht. Am Ende wird alles gut. Geh nie wieder weg, okay? Was Sie auch planen, was auch immer Sie